das Ziel von Operating ist es, einen sicheren, pünktlichen und zuverlässigen Bahnbetrieb zu den bestmöglichen Kosten sicherzustellen. Das Stichwort hier heißt kontinuierliche Verbesserung. Wir verwenden dazu hauptsächlich die Kaizen-Methode, die sich bei SBB Operating in den letzten Jahren sehr bewährt hat. Das Fundament von Kaizen ist die Führung, dass die Führung diesen Prozess lebt, diese Methodik und Philosophie lebt. Der zweite Teil des Fundamentes ist eine klare Methodik, die durch die gesamte Organisation gelenkt wird. Also wir haben im Bereich der Überholungen von Fahrzeugen die Produktivität um 20% gesteigert mit der Kaizen-Methode. Und das ging vor allem mit einer klar definierten Methodik und mit einem befähigten Management und der Zusammenarbeit zwischen Management und den Mitarbeitern an der Basis. Spiel, Gastronomie, Events, Entertainment, das Ganze wollen wir mit höchster Professionalität umsetzen. Also wir leben natürlich von der Dienstleistungsqualität gegenüber unseren Gästen. Und das ist meiner Meinung nach ein völlig falsches System, den Mitarbeitern zu sagen, ihr dürft nicht mal unseren besten Gästen guten Tag sagen. So war das früher in den Casinos der Fall. Die Philosophie, die haben wir völlig abgeschafft und haben eine neue installiert und das ist auch sehr erfolgreich. Wir wollen freundlich sein zu unseren Gästen, denn die Gäste verbringen ja hier ihre Freizeit. Die müssen ja hier nicht sein und deshalb wollen wir ihnen den Aufenthalt auch so angenehm wie möglich machen. Das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Wenn man den Mitarbeitern immer nur genau sagt, was sie zu tun haben, dann wird nie daraus eine Innovation entstehen. Man muss auch den Mitarbeitern eine gewisse Freiheit geben. Wir arbeiten ja auch in der Philosophie mit der Fischphilosophie. Die unterstützt uns aber auch gerade bei der Innovation. Also ganz bedeutsam ist im letzten Jahr auch nochmal der Ausbau unseres Key Account Managements, dass wir neue Gästepartys eingeführt haben. Es werden Getränkeeinladungen im Spielsaal ausgesprochen. Unsere Mitarbeiter, auch die haben wieder sehr viel Spaß dran, mal mit den Gästen zum Entertainment-Dinner zu gehen. Das sind sehr, sehr vielfältige Maßnahmen, die wir da umsetzen. Und die sind auch sehr, sehr wichtig, dass der Gast also genau weiß, wir machen das erstens gerne. Zweitens wird da auch von uns honoriert, dass er öfters ins Casino kommt. Und das Tolle ist, im Grand Casino Baden, da haben wir auch wirklich die Rückendeckung von unseren Verwaltungsräten, das auch umzusetzen. Der Bereich Schadensmanagement der Zürich Schweiz steht für genau jenen Moment, bei dem uns der Kunde wirklich braucht. Bei einem Unfall, bei einem Blechschaden, bei einem Feuer, bei einem Wasser, da steigen wir ein und helfen ihm. Wir möchten für den Kunden die Reset-Taste sein, nämlich ihn so schnell wie möglich in den Zustand vor dem Schaden zurückzuführen, ihm dabei zu helfen. Der USP, der ist unsere Help-Point-Philosophie. Die sagt, dass wir dem Kunden jederzeit helfen, und zwar so, wie ich mir selbst das wünsche, dass mir geholfen wird in so einer Situation. Das läuft unter dem Titel HelpPoint. Und wir gehen so weit, dass zu sagen, seit jeder Mitarbeiter, der ist ein HelpPoint für den Kunden, also eine Anlaufstelle, der ihm hilft in jeder Situation. Und das ist ein Mindset, das anders ist und das letztlich die Differenzierung im Markt bringt. Für jeden Kunden ist sein Schaden der absolut wichtigste und er will prioritär behandelt werden. Daneben behandeln wir täglich Tausende von Schadenfällen. Und dieses Spannungsfeld, die Prozesse so im Griff zu haben, so gut designt zu haben, dass der Kunde das Gefühl hat, wir sind nur für ihn da,
Das ist der Challenge und ich denke, das machen wir recht gut.